Hallo, ich bin Carsten in Mülheim. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ich bin heute wieder auf dem Neanderlandsteig unterwegs. Für mich ist es heute die dritte Etappe. Gestartet bin ich heute in Mülheim-Silbeck und werde von dort aus dann jetzt nach Rating laufen. Das wird heute, denke ich mal, eine von den lauteren Touren werden, weil wir kommen relativ nah am Düsseldorfer Flughafen vorbei und die ein oder andere, die ein oder andere große Straße, Autobahn ist auch nicht weit weg. Von daher, wie gesagt, wird es eine etwas lautere Tour werden. Ja, ist heute Sonntag, der 20. Dezember 2015. Es ist warm. Ich habe heute nur eine Weste an, so eine ganz dünne Jacke und auch nicht wirklich eine dicke Jacke dabei. Da steht man morgens im Moment dann doch schon vor dem Kleiderschrank wie eine Diva und was ziehe ich denn jetzt heute an? Dabei ist das Aussehen hier draußen ja gar nicht so wichtig. Es ist einfach nur so warm, dass die Wintersachen viel zu warm sind. Aber in kurzer Hose ist es dann doch ein bisschen frisch. Was meint ihr? Gibt's diesen Winter Winter? Ich habe mir gerade so gedacht, Mensch, hier warst du doch schon mal. Und Tatsache, hier an dem Wanderzeichen hinter mir kann man sehen, dass es hier auch ein Teil des Mülheimer Rundwanderweges, den ich ja schon gegangen bin. Und da vorne kommt dann jetzt gleich die Autobahn. Jetzt wird es also wieder laut. So, ungefähr die Hälfte der heutigen Etappe ist geschafft. Ja, und langsam nähern wir uns auch dem Düsseldorfer Flughafen. Merkt man eindeutig, der Fluglärm, der nimmt hier ganz schön zu. Hier auf dem Teilstück ist auch einiges los, also viele Jogger, viele Spaziergänger und auch viele Reiter sind hier unterwegs. Ich finde hier kaum eine ruhige Minute zum Filmen.
Ja, so nach der ungefähr der Hälfte der Strecke, ein bisschen mehr als Hälfte der Strecke, kann man sagen, also diese Etappe hier, die geht fast ausschließlich nur durch den Wald. Und dementsprechend gibt es natürlich auch nicht allzu viel Aussicht. Und was ich vorhin schon gesagt habe, es ist eher eine von den lauteren Touren, was aber ganz eindeutig daran liegt, zum einen Autobahnkreuzungen und dann, jetzt sitze ich hier in der Nähe der Einflugschneise vom Düsseldorfer Flughafen und mache hier gerade Pause. Aha, ich höre schon wieder Flugzeugmotoren. Nichtsdestotrotz ist die Tour eigentlich aber eigentlich ganz interessant und angenehm. Vor allen Dingen, sag mal, angenehm von daher, es gibt keine allzu großen Steigungen. Ist eigentlich eher so eine flache Tour und da machen dann die 18 Kilometer auch eigentlich gar nicht so viel aus. So, ich werde dann noch mal in Ruhe meinen Tee austrinken und würde sagen, dann sehen wir uns gleich unterwegs noch mal. Und nachdem der Neanderlandsteig schon ganz nah am Flughafen vorbeigeht, geht der Weg jetzt hier tatsächlich mehr oder weniger mitten durchs Autobahnkreuz. Ja, ich habe jetzt noch so circa einen Kilometer zum Auto zurück. Da im Hintergrund seht ihr noch das Airport Hotel. Also es ist schon so, wie ich am Anfang vermutet habe. Es ist schon eine recht laute Tour. Aber den größten Teil der Strecke hier geht man tatsächlich durch den Wald. Und von daher, weil hier dazu auch noch alles recht flach ist, gibt es eigentlich keine großen Aussichtspunkte. Von daher so das kleine Highlight ist, dass man relativ nah am Flughafen vorbeikommt und die einfliegenden Flugzeuge ziemlich nah sehen kann. Ist schon recht beeindruckend. Ja, und was soll ich sagen, mir hat die Tour trotzdem gefallen, auch wenn sie so laut ist. Ich hoffe, euch soweit auch. Und ich sag dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal.